In dieser Woche hoffen wir für alle Moosdorfer und Moosdorferinnen, die Freude an Musik haben, vor allen Dingen auf gutes Wetter und möglichst wenig Stürme. Der Grund dafür ist ein musikalischer Event bei uns in der Gegend, nämlich in Mattighofen, der New York City Musikmarathon. Mehr dazu jetzt in dem kleinen Interview mit dem Intendanten. Der Spiritus Rector des Ganzen, offiziell der Leiter und Intendant, ist Gernot Bernreuther. Der ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Gernot, grüß dich. Hallo Christian, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Gernot, wir kennen uns jetzt wirklich schon seit ganz vielen Jahren und wir sind ja auch gern und häufig zu Gast bei euch. Trotzdem mal für die Zuschauer, die das Festival nicht kennen, ein kurzer Abriss. Wie kam es zum New York City Musikmarathon in Mattighofen? Der hat begonnen 2012, das war im Rahmen der Landesausstellung. Da wurde ich eingeladen, ein Konzert zu spielen, weil damals habe ich noch in New York gewohnt und da wollte die Stadtgemeinde Künstler, die im Ausland tätig sind. Und ich habe dann gefragt, könnten wir vielleicht auch einen Workshop machen? So hat es begonnen und am Anfang war es ein ganz kleiner Workshop mit 15 Teilnehmern und einem Konzert und das ist dann gewachsen. Mittlerweile sind wir bei um die 50 Teilnehmer bei den Workshops und die Konzerte sind besucht, kann man sagen, so zwischen 120 und 180 Besucher haben wir pro Konzert an 5 Tagen. Also eine richtig große Veranstaltung für Mattighofen geworden auch, mit einer großen Relevanz, auch einer Ausbreitung relativ weit. Ihr habt auch immer wieder Freunde und Gäste da, musikalisch meine ich jetzt, die dann auch, sage ich mal, dort sicherlich auch auftreten, weil sie euch kennen. Lass uns mal ein bisschen auf die Dinge eingehen. Du hast es gerade gesagt und vielen Zuschauern ist es vielleicht gar nicht klar, vielen Besuchern des Festivalprogramms, davor mittlerweile oder insgesamt damit verbunden ist ein Workshop. Für wen ist der gedacht? Wer geht da hin? Na, der Workshop ist mittlerweile sehr breit gefächert. Das beginnt bei Kindern. Wir haben eine Kinder-Kombo, das ist der jüngste 7 Jahre alt. Wir haben aber dann auch ältere Teilnehmer, die sind zwischen 60 und 70. Das sind Menschen, die ihr Leben lang musiziert haben und eher auf Amateurlevel unterwegs sind. Wir haben aber auch angehende Musikstudenten, die jetzt teilweise noch in den Landesmusikschulen sind und die Aufnahmeprüfung für zum Beispiel das Bruckner Konz machen oder in Graz gibt es das Jazzkonservatorium. Und insofern ist es vom Level her sehr breit gestreut. So eine so Grundsatzregel bei uns ist, wenn man so 2 Jahre ungefähr musikalische Erfahrung hat, sei es jetzt im Gesangsbereich oder am Instrument, dann ist der Workshop absolut geeignet für einen. Gesang hast du schon angesprochen. Welche Instrumente sind im Angebot? Instrumente sind zurzeit im Angebot Saxophon und alle Rhythmusinstrumente. Das sind Gitarre, Keyboard, Klavier, Bass, Schlagzeug, Percussion. Und wir haben eine wirklich wunderbare Gesangsfakultät auch mit 3 Vokalistinnen und einem Sänger, der unterrichtet. Das ist auch sehr, sehr breit angelegt. Da gibt es einen Your Voice on Stage Workshop für Sängerinnen, die bereits mit Band spielen und die sich da weiterbilden möchten. Dann gibt es einen Songwriting Workshop für Musikerinnen, die gerne ihre eigenen Lieder schreiben. Und dann gibt es noch den A Cappella Workshop, wo man im Chor sozusagen singt. Jetzt habt ihr dieses Jahr im Vergleich zu den Jahren vorher am Ablauf was verändert. Früher war quasi parallel zu den Konzertabenden lief auch der Workshop, der geht ja doch einige Tage lang. Diesmal habt ihr es verschoben, das heißt zuerst der Workshop und dann sozusagen das Abschlusskonzert. Warum habt ihr das gemacht? Wir sind ein sehr kleines Team, das heißt unsere personellen Ressourcen sind gering. Und es war vom Ablauf her sehr, sehr kompliziert mit Tagesworkshops, die von 9 bis um 5:30 dauern und gleichzeitig aufzubauen für den Soundcheck um 2 Uhr am Nachmittag, speziell mit dem Wetter, wir sind ja im Park. Und wenn dann um 2 Uhr jetzt witterungsbedingt das Konzert verlegt werden muss, dann muss man alles umräumen. Da braucht man natürlich dann das notwendige Team, das das alles macht. Und die sind aber teilweise im Workshop beschäftigt. Jetzt war das immer sehr, sehr kompliziert. Und wir haben uns jetzt gedacht, es ist vielleicht auch für die Workshop-Teilnehmer angenehm, weil die Jam-Sessions, die so sehr geschätzt werden von den Teilnehmern des Workshops, die können jetzt früher stattfinden. Das heißt, die beginnen schon um 8 Uhr, sind heuer im Da Capo übrigens, im M-Center in Mattighofen. Und ja, ich glaube, dass das für die Teilnehmer eine schöne Sache ist. Ja,
Also die Jam Sessions, das sei allen, die da noch nie waren, gesagt, sind für mich auch eines der Highlights, immer abends dann noch dahin zu gehen und so ein bisschen zuzuhören, wenn die einfach frei Musik machen, wenn sich Leute einfach auf die Bühne trauen. Wir haben schon wirklich ganz viele tolle Momente gehabt. Also die Jam Sessions sind jetzt nicht mehr zwangsweise Nachtveranstaltungen, sondern können schon Abendveranstaltungen sein. Gute Nachricht. Absolut. Habt ihr so eine Art Pre-Opening, das ist nämlich das Abschlusskonzert des Workshops. Das ist am 13.8. und beginnt schon relativ früh, ne? Genau, das beginnt schon um 5 Uhr. Und da ist jeder willkommen, freie Spenden. Es sind die Workshops-Teilnehmer und Teilnehmerinnen meistens mit Familien und Freunden im Publikum. Und da sieht man dann so ein bisschen den Querschnitt, was wir im Workshop so alles machen in diesen 5 Tagen. Da wird jede Combo ein Lied präsentieren, die Sänger und Sängerinnen werden auf der Bühne stehen. Und es ist von der Musik her, vom Stil kann man sagen, ist es zwischen Pop, Rock, Jazz und Funk. Also eigentlich für jeden was dabei. Die Kinderband macht dann was? Oder die Kinderkombo wird was machen? Wisst ihr das schon oder plant ihr das noch? Die Kinderband, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind schon registriert natürlich. Und ich weiß auch schon, wer die leiten wird. Das ist der Mickey Lee. Ja, die bekommen immer den meisten Applaus, die Kids. Die Kids beginnen immer, aber der meiste Applaus ist natürlich immer für die Kids aufbehalten. Ja. Alte Bühnenregel mit Kindern und Hunden nicht auf die Bühne, ne? Das ist, verliert man immer als Erwachsener. Genau, absolut. Dann sind wir gespannt, was da kommt. Dann gibt es die offizielle Opening Night. Das ist einerseits Musik und Performance, habe ich verstanden, aber andererseits auch Talk. Worauf können sich die Besucher da einrichten, wenn sie zu dieser Opening Night, die ist am 14.8., können die da erwarten? Die Opening Night ist immer so die Präsentation für das gesamte Festival und wir haben ja jedes Jahr einen Themenschwerpunkt und der ist heuer Musik, Music meets Dance, Talks Integration und heißt im Endeffekt, Musik und Tanz werden auf der Bühne einen Schulterschluss suchen. Das heißt, wir werden gemeinsam mit dem IDA Tanzensemble der Bruckner-Universität Linz spielen. Mein Ensemble ist es, das Jazz Ensemble Gravity. Und dazwischen wird es immer so Gesprächsblöcke geben zum Thema Integration. Das heißt, die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreicher Abend zwischen audiovisuellen Erlebnissen mit Backdrop. Es gibt eine Videoleinwand auch. Es gibt Tanz, Musik und dann gibt es dieses Gespräch mit Menschen, die sich für Integration in unserem Umfeld einsetzen, aber auch mit Experten und Expertinnen, die von den Bereichen Wirtschaft, Politik, Sozialem, Kunst und Kultur kommen. Also das heißt, wir reden von regionalen Akteuren, die auch hier im Bezirk, in der Region aktiv sind. Ist das Thema Integration für euch auch deshalb wichtig, weil ihr selber auch eine sehr gemischte Gruppe von unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern seid? Habt ihr euch deshalb das überlegt oder wie kamt ihr auf den Gedanken? Absolut. Im Endeffekt ist es unser Motto, von dem alles ausgeht. Tatvam Asi ist eine Sanskrit-Phrase und heißt im Endeffekt drückt es die Wertschätzung von Menschen aus, egal von woher man kommt, welche Hautfarbe man hat. Und die Musik vereint es so wunderbar, speziell im Jazzbereich und in der Popularmusik auch, dass egal von woher man kommt, wer man ist, in der Musik ist jeder gleich. Und insofern war das für uns eine logische Verbindung zum Thema Integration, was ja auch speziell im Bezirk Brauner jetzt durch die vielen Wirtschaftsträger, die es jetzt gibt, die wachsende Wirtschaft in diesem Bereich, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund jetzt auch angesiedelt sind mittlerweile, ist es, finde ich, ein wirklich aktuelles Thema, das jeden oder jede im Alltag auch berührt und über das möchten wir in dieser Gesprächsrunde auch sprechen. Dann kommen wir zu den klassischen Festivaltagen und das erste, was ihr auf dem Programm habt, ist dann am 15. ist es die Blues Power Night. Was ist da geplant? Ja, da haben wir uns einen lang gehegten Wunsch erfüllt sozusagen, weil der Peter Karp, den wollten wir schon seit einigen Jahren nach Mattighofen holen. Er ist aber in New Jersey beheimatet, er stammt ursprünglich aus Louisiana und ist natürlich mit irrsinnigen Kosten verbunden, wenn er jetzt für ein Konzert nach Österreich kommt. Heuer ist er in Europa und das ist sie gerade so ausgegangen, dass er uns in Mattighofen jetzt besuchen kann am 15. August. Wir freuen uns irrsinnig. Peter Karp wird von USA Today, einem der größten Tageszeitungen der USA, als Nachfolger von James Taylor gehandelt. Er ist ein wirklicher authentischer Repräsentant der Amerikanermusik. Das ist eine Mischung aus Blues, Songwriter
und Rock-Funk-Musik ist. Er ist aber von der Band her und vom Auftreten her definitiv im Blues-Bereich angesiedelt. Okay, also Peter Karp, darauf kann man sich freuen. Vielleicht bei der Gelegenheit, du hast es vorhin auch schon mal kurz gesagt, die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt, nämlich entweder draußen im Park, was wirklich sehr schöne, tolle Atmosphäre ist, oder aber sonst drinnen in der Halle. Das heißt, ihr seid eigentlich auf alles eingerichtet sozusagen, ne? Genau, wir würden uns natürlich freuen, wenn das Wetter mitspielt, weil das Ambiente im Vogelpark oder auch im Stadtpark, wie er jetzt bezeichnet wird, ist natürlich wunderschön. Gott sei Dank hat Mattighofen auch einen wunderschönen Stadtsaal. Insofern sind wir für jede Witterung gewappnet und die Konzerte finden in jedem Fall statt. Auch der Familienmusiktag, über den wir ja später noch sprechen werden. Genau. Dann hoffen wir trotzdem auf schönes Wetter. Wie gesagt, die Atmosphäre da draußen ist aber wirklich total schön. Besonders interessant für mich dieses Jahr hat sich angehört Swing Under the Stars Night. Nicht, weil es impliziert, dass es draußen im Park ist, was natürlich auch schön wäre, sondern weil da irgendwie Klassik mit dabei ist. Das ist eine ganz besondere Idee von Musik, oder? Ja, ist absolut besondere Idee. Es sind besondere Musiker. Es ist ein ungarisches Ensemble mit 7 absolut klasse Virtuosen, die eigentlich aus dem Klassikbereich kommen, mit Geige und einer wunderbaren Besetzung. Klavier, Schlagzeug, Bass, Cello, Gesang. Und sind auch mittlerweile mit 2 goldenen Schallplatten ausgezeichnet worden. Die Musiker selbst sind mit Musikgrößen wie Sting und Andrea Bocelli auf der Bühne gestanden. Und das Projekt, das in Mattighofen präsentiert wird, basiert auf den 4 Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, wird aber mit Melodien aus dem lateinamerikanischen Jazz-, Pop- und Rockbereich gemischt. Das heißt, das Publikum wird sicher sehr viele Melodien wiedererkennen. Die werden aber so eingepackt, dass es einfach mitreißend, virtuos und absolut aufregend für die Zuhörerinnen und Zuhörer sein wird. Also da freue ich mich sehr darauf, da werde ich da auch ganz sicherlich dabei sein, weil das wollte ich auf jeden Fall mir nicht entgehen lassen, weil ich mag Klassik auf der anderen Seite, ich mag eure Musik, also insofern bin ich total gespannt, wie das zusammengeht. 17.8. ist der Termin dafür, um 19.30 Uhr geht los, Einlass ist ab 19 Uhr. Apropos Einlass, wenn jemand noch ein bisschen Hunger hat, gibt es einen Foodwagen oder gibt es irgendwie Getränke, was gibt es vor Ort, wenn man Hunger hat und Durst? Es gibt bei der Opening Night, wird uns der Integrationskochclub von Mattighofen verwöhnen mit Kleinigkeiten, mit Snacks und passt natürlich wunderbar ins Konzept. Getränke gibt es auch. An den restlichen Tagen wird ein Barwagen zur Verfügung stehen, wo es hauptsächlich Getränke gibt und kleine Snacks. Aber ja, also ich denke, fürs Trinken ist auf jeden Fall gesorgt. Mit zu großem Hunger sollte man vielleicht nicht kommen, aber mit Durst auf jeden Fall. Das ist nicht so ein Problem. In Mattighofen gibt es ausreichend gute Lokale, zu denen man gehen kann, um dann vorher vielleicht schon mal den Tag so ein bisschen oder den Abend ein bisschen einzuläuten. Also wir sind ja auch gerne mal dort bei den Lokalen. Da gibt es wirklich eine ganze Reihe von guten, ohne jetzt irgendjemand speziell hervorzuheben. Aber es gibt einige. Dann haben wir aber noch eine Geschichte, nämlich ein Doppelkonzert habt ihr geplant. Was heißt das? Ein Doppelkonzert wird bei der Jazz, Funk und Soul Night stattfinden. Die ist heuer am 16. August, am Freitag, um 19 Uhr. Also vor Swing Under the Stars Night, ne? Genau, vor der Swing Under the Stars Night. Und Doppelkonzert heißt, wir haben 2 Bands, 2 Featured Artists sozusagen auf der Bühne. Es ist keine Vorgruppe, sondern es sind wirklich 2 Hauptacts. Und da haben wir das wunderbare Anna-Maurer-Trio. Die Anna spielt unglaublich Klavier, macht ihre eigenen Kompositionen, ist auch im Jazz-Pop-Bereich angesiedelt. Sie singt auch wunderbar. Und im Anschluss wird die Shanda Rule ihr neues Projekt vorstellen. Das ist eine Band, die heißt Sound Mosaic. Und darf man sich auch freuen auf sehr groovige Musik, lyrische Stimme von der Shanda natürlich in allen möglichen Tonlagen und eine wunderbare Bühnenshow, die sie immer abliefert mit ihrer stetig wachsenden Fangemeinde. Ja, freuen wir uns auf dieses Konzert, ja, die Shanda, besonders. Denn da kommt ja auch aus dem Gospel-Bereich, das heißt, es wird auch in diese Richtung so ein bisschen gehen, ist das so? Genau, die Gospel-Wurzeln sind bei ihr immer vorhanden, egal welche Musik sie macht, und
wirkt sich dann meistens auch so aus, dass eben das Publikum sehr eingebunden wird in die Konzerte. Genau darauf wollte ich raus. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Konzert von Schändler gesehen, wo sie nicht dann auch die Leute dazu bringt, mitzusingen und einfach die Stimmung dann nochmal so ordentlich nach oben bringt. Also insofern lohnt sich der Freitagabend, das ist der 16.8. mit dem Doppelkonzert. Auch sie auch hier wieder 19.30 Uhr zu Beginn und um 19 Uhr ist der Einlass, wie gehabt, entweder im Park oder drin im Saal. Den Abschluss bildet traditionell eine Sache, die ihr eingeführt habt und die, glaube ich, wirklich super gut angenommen wird, nämlich der Familienmusiktag. Und der ist auch ein solcher. Der beginnt nicht abends, sondern der beginnt schon tagsüber. Genau, der beginnt um 11 Uhr, auch im Vogelpark, bei Schlechtwetter im Stadtsaal. Und er ist für Familien, für kleine Kinder, für ganz kleine Kinder, für mittlere Kinder, für große und alte. Auch die Omas und Opas haben letztes Jahr beim Mitmachkonzert mitgemacht, mitgeklatscht, mitgesungen. Es gibt ab 11 Uhr Workshop-Stationen, Spielstationen im Park. Man kann basteln, malen. Es gibt eine Tanzstation, es gibt einen Trommelkreis. Und ab 13 Uhr ist dann das Mitmachkonzert mit Brennholz Rocks, der schon einige Jahre da war, letztes Jahr nicht, aber der wieder im Mattighofen uns zur Verfügung steht und sicher wieder die Kinder so wie immer und die Eltern begeistern wird. Also Mattighofen, ein musikalisches Zentrum in diesen Tagen. Und zwar durch den New York City Musikmarathon. Ich freue mich schon sehr auf die Tage, zumindest die Teile, die ich miterleben kann und drücke euch ganz, ganz fest die Daumen für ganz viele Besucher, für super Wetter. Für die tolle Stimmung brauche ich euch keine Daumen drücken, weil die kriegt ihr garantiert immerhin mit den Gruppen und den Musikern, die ihr dort habt. Ja, und vielen Dank für deinen Einsatz, für eure gemeinsame Arbeit, um das aufzubauen und weiterzuentwickeln. Und wir sehen uns dann im Park. Vielen Dank, Christian. Ich freue mich schon.